weitergehoppelt in den lustigen Spiel, das Detect Weed vornimmt, was gar nicht so lustig gerade ist, weil wir den armen Dorfbewohnern jetzt melden müssen, dass ein junges Pärchen, das ein Paar sein war, das nicht hätte sein sollen, weil auf einmal die irgendwelche Eheversprechen haben, von denen wir noch nie irgendwas gehört haben. Also irgendwie sind diese Versprechen wichtig, aber die waren ja nicht zwischen den Dörfern. Also das so eine Ehe als Anlass zu nehmen, um Leute zu verheiraten, okay. Aber wir haben halt noch nie zuvor gehört, dass sie das machen. Die waren vor allen Dingen von einem Dorf. Also was für eine Art Versprechen war das? Und was? Naja, auf jeden Fall ist das gerade ein bisschen überraschend zu doll formell für meinen Geschmack, wo die vorher nicht waren. Na gut, dürfen wir jetzt erstmal erzählen, dass sein Bruder tot ist. Das macht es wahrscheinlich nicht ganz so leicht hier. Irgendwie ist gerade nicht so mit Happy Endings, ist hier gerade nicht so. Also irgendwie, in letzter Zeit immer, wenn Leute vermisst sind, sind die dann auch tot. Ich erinnere an Olle Clara, der ich wirklich gewünscht hätte, dass sie lebt. Well, on all Manawi, have you found my brother? Ja. I found him, but I'm truly sorry, your brother is dead. Ante vos dire. May the earth welcome him. I felt it. How did it come to pass? He knew every stone on our lands. It couldn't have been an accident. He had a liaison with a young girl from the village. They would meet in a clearing. They must have forgotten the hour. Night took them by surprise and a tendon crossed their path. I found both of them in the cavern of the beast. How terrible. Why did he go to see the girl in secrecy? They could have... I must recover his body, to give it up to the earth, as is our custom. Where is it? With the body of the girl he loved, in a cavern near the clearing. But it is a dangerous place. Other Tenlands might still be roaming there, though I did kill quite a few. I have a duty owed to my little brother. Thank you, Onol Manawi. I will not forget this. I must be leaving. Also er meinte, er hat das gehört, dass, er hat das gespürt, dass sein Bruder tot ist und er muss ihn jetzt begraben. Und hat wollte wissen, wo die Leiche ist und wir haben ihm gesagt, wo die Leiche ist. Und das haben wir ihn vor den Gefahren gewarnt, aber das stört ihn nicht, weil das ist seine Pflicht, da was zu tun. Insofern muss er los. Kann man auch irgendwie verstehen, dass man da einen Abschluss schaffen möchte, ne? Naja, das ist... Fabian, hätte ich was machen können, aber nee, so dynamisch ist das Spiel nicht, ne? Also ich habe ja irgendwie zwischendurch einen Tag damit verbracht, irgendwie rumzurasten. Aber wenn ich sofort losgelaufen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch nichts hätte sich auch nichts geändert. Das zu wissen, dass das Spiel so statisch ist, dass es quasi wie auf Schienen läuft, macht es natürlich irgendwie bei solchen Sachen, naja, ich hätte halt nichts tun können, ne? Das macht es halt für mich zumindest irgendwie leichter. So muss ich, wie sie darauf reagiert. Do you have any news? Do you know where my sister is? Yes. I'm truly very sorry. Oh no. Na. Sir Tonsidag, please do not tell me that she is dead. I found her body in the lair of the great Tenlin, not far from the clearing. But how could she have been surprised by the beasts? She knew the danger. She went out to meet the young fisherman. The time must have flown by, into the night. I'm so sorry. We found them both dead. I must bring her body back to carry out the rite. You should not go alone. I killed as many as I could, but it would be better to be prudent. I shall follow your counsel, Onol Manawi. Two deaths are enough. Thank you. Thank you. I must leave now. The nests are destroyed, and with the death of the White Tenlin, the attacks should cease. And we are even able to convince the missionaries to leave. Katasak should be willing to follow us now. Let's go and find him. Naja, also das. Achso, was ich vergessen habe zu erwähnen, dass die junge Pärchen hat sich getroffen, hat anscheinend, die Zeit verging anscheinend wie im Flug, was mich jetzt wie entweder glauben lässt, dass es ja ein großes Stück der Fiktion ist oder dass ich nie richtig verliebt war, weil selbst in meinen schlimmsten Phasen, wo ich noch jung war, naja, so schlimm war es doch nicht. Also, dass man komplett die Zeit verloren hat, also dass man so ein bisschen schneller die Zeit verrennt, aber dann mal komplett alles vergessen hat. Naja, gut, ich war auch nie mit 15 verliebt, ne, war schon ein bisschen älter. Naja, gut, Achso, jetzt können wir den Jäger, können wir auch noch was davon erzählen, wie es so gelaufen ist. Ja, und wir haben ihr gesagt, sie soll auf keinen Fall alleine sehen. Sie hat gleich gesagt, ja, okay, dann gehen wir halt nicht alleine. Das ist ein guter Rat, ich suche mir was und dann, meine zwei Tote sind genug. Ja, also sie muss auch die Leiche bergen. So, ja noch. May the beasts answer your calling, Onol Manawi. You are a brave hunter. The village will at last find peace once again. Ah ja, okay, er sagt nur, ja, vielen besten Dank dafür. Ich frage mich ja, wie die Eingeborenen darauf so das zu sehen, wenn man Magie jagt.
Weil ich meine, die haben ja auch die Wurzelmagie, was ja quasi anscheinend irgendwie sowas ähnliches wie die andere Magie ist. Wie die Lichtmagie. Weil zumindest, wenn wir das den glauben dürfen, wie den ihr Ola San Mateos, wie hieß der so? Ja doch, der heilige Matthäus, dass der irgendwie mit den Eingeborenen zusammenhängt, dass irgendwie zwei Hälften einer Sache sind. Denn müsste das ja prinzipiell die gleiche Magie sein, ne? Und ob die das auch so ehrenhaft finden oder ob das eher nicht so ein Ding ist, dass man Magie jagen geht. So, können wir jetzt nochmal mit dem hier reden, mit Aiden? I've heard stories of your exploits. Thank you for all you've done. It's unusual for us to be offered aid by a Renaixe. It seems my Tiern was right. You are on all Manawi. How can I help? Aber wie kann er aber helfen? Gar nicht eigentlich. Das ist interessant, wie Exploits mit Heldentaten übersetzt wurde. Also Exploits ist nicht direkt ein Dings. Okay, das haben wir alles schon gefragt. Anwesende Kolonisten? Ja, okay. I have to go. Quite away lame. Okay, also er findet es relativ selten, dass sie ihn Fremdländer helfen. Und das war es sehr zu schätzen. Und er denkt, sein Chief hat vielleicht doch recht. So, hallo Chief und Dingsbums. Kriegen wir jetzt irgendwie Heilung? Also ein bisschen Schmerzlinderung? Hast du da was? I can see from your face that you were victorious. Indeed. I put the White Tenlin down, who was enraging his kind and destroyed their nests. The attack should no longer trouble you. As for the missionaries, we were able to convince them to leave. Although they were not willing to reveal their involvement in the attacks that caused you such harm. And so they were in some way responsible. I had my suspicions, but I could not see their reasons. They brought a particularly large beast here that attracted and enraged the others. This is what provoked the attacks and brought on our despair. These people have blood on their hands. In the end, we found the missing young ones. But alas, it was too late. Devoured by wild beasts. Undivorced Tyr Ent. You did well on Al Manawi. Now they should be able to find the rest. Will you agree to accompany me now? My cousin needs your help. I have packed what is needed. I am ready to journey with you. Ah ja, also er sagt, er ist bereit zu gehen und das ist... Wir haben eigentlich was immer zurückgepackt, was machen, und der meinte, seine Vermutung war richtig, und wir hatten halt bloß keinen Beweis. Und wir haben auch gesagt, die haben nichts zugegeben. This pain, it'll be the death of me. I can't control my body. It's like being a stranger in a marionette set ablaze. Consumed by a smoldering fire. The moment's growing near, isn't it? Am I about to surrender my ghost to the Reaper of Souls? You pop in just when you're needed, cousin, as always. Who are you? Your hand is cold as ice. Your cousin is burning. That is such a relief. Let me present Katisach, Constantine. He is the greatest healer on the island. He will help you. Please, stay. I am here for you, Rnaixe, and I will not leave until I found a way to ease your pain and suffering. Fill your mind with the patience of the ocean. I know not how much time I will need. I've never seen such a sickness. The spirits of your lands must be quite horrendous to cast down such evils upon the peoples that live there. Thank you. Also er meint, er hat so eine Krankheit und nie gesehen, dass die Geister seines Landes so schlimm sein müssen. I don't want to imagine my plight without your intervention. So, habe ich jetzt wieder die falsche Quest gemacht? Und jetzt rennt er wieder rum, ne? Ah, schön. Händlerkommunikation freundlich. So, Prüfung des Wassers. Oh! Jetzt habe ich die andere Quest gar nicht machen können. Ja, warte mal. Das ist natürlich jetzt doof. Warte mal. Ich meine, da wird wahrscheinlich nichts mehr rumkommen, aber... Weil ich hatte doch vorher das Dingens hier, die Dingens-Quest. Die hier.
die Quest, dass ich zu den anderen Fraktionen hingehen sollte und die um Hilfe zu bieten wollte, ne? Und das kann ich jetzt gar nicht mehr machen, oder was? Ah, ne, doch, hä? Hä? Ist das die Quest? Nee, warte mal, jetzt bin ich ja völlig verwirrt, aber ich hatte doch eine... Ich hatte doch eine Quest, dass ich zu den anderen Leuten, dass ich verschiedene Fraktionen fragen sollte um Hilfe. Ich meine, letztendlich ist es wahrscheinlich, hätten die mir auch alle nur gesagt, dass sie keine Ahnung haben. Wie weit muss ich denn jetzt zurückgehen, um das zu haben? Tiertop die schwarzen Lande. Gehen wir mal hier hin. War das hier? Weil ich erinnere mich, dass ich hatte diese Quest, weil ich bin immer in Telema und so rumgerannt und hatte dieses Dings-Quest. Genau! Nee, ach ja, ach so. Der Heiler in Venture ist direkt der beste Heiler. Okay, warte mal, dann gehen wir zumindest mal kurz nochmal nach Hikmet und reden kurz mit dem dortigen Heiler, weil wenn das da alles zu nichts führt, dann können wir ja kurz das hier machen. Also es hätte tatsächlich abgezweigt, also ich hätte... Oder warte mal, ist das jetzt die große Entscheidung? Ich habe mich jetzt quasi für eine Fraktion entschieden. Die sich halt zu Hilfe reiht. Ich meine, prinzipiell bin ich da bei den Eingeborenen voll dabei. Die immer noch irgendwie am aufrechtesten wirken. Wie war es mit den noblen Wilden? Aber ja, die anderen beiden Fraktionen sind halt noch weniger akzeptabel, ne? So, warte mal, das ist der beste Heiler weit und breit? Excuse me, are you Cecilius, the famous healer? I am a healer only through the grace of the Illuminated. What can I do for you, my child? My cousin, the governor of New Serene, is in dreadful pain. Well, that's terribly sad. Was he wounded in combat? Was it during the Coin Guard's rebellion? Alas, no. He is afflicted with the Malachor, and his days are numbered. We're looking for a cure, but... Now that's a true miracle that you require. And I fear that they're extremely rare in these pagan lands. Also er meint, er heilt nur durch das Licht und wir brauchen ein echtes Wunder und das ist in diesen heidnischen Ländern sehr rar, ihn überzeugt. Is your faith so fragile that the fear of failure paralyzes you? Do you not think that my cousin's illness could be a test? Not for us, but for you. There's some truth in that. You're right. I shouldn't allow myself to be so easily defeated. Very good. I'll go to New Serene. And try to ease the governor's pain. But do not feed on vain hopes. There are trials that we must accept to undertake with humility. Thousand thanks, Cecilius. May the Illuminated go with you, my child. There is no miracle that he cannot accomplish. I will pray that you find this cure that we need so desperately. I have not lost hope. Okay, also er sagt, der rennt da hin und macht es. Und einfach so, und wir haben ihn halt überzeugt und sagt, naja, das ist doch eine Prüfung für dich. Ist dein Glaube an dich, an deine eigene Künste so schlecht, dass du das nicht machen würdest? Und dann sagt er, naja, ich geh mal hin, aber rechne nicht mit einem Wunder. Also das klappt wahrscheinlich nicht. War da auch wieder im implizierten Nebensatz. Also das ist halt irgendwie, ja, also das wirkt mir so, als wäre Wunderheilen jetzt erstmal... Bringt Dietrich dabei, dir zu helfen? Bei was denn? Aber es ist noch eine Quest zurück, ne? Oder was ist Dedre helfen? Ich weiß ja gerade nicht, welche Quest es ist. Das ist gerade so ein bisschen schwierig für mich zu... Ich habe ja... Achso, ich bin noch mitten im schmutzigen Handel drin. Naja, gut, das ist jetzt egal. Das machen wir jetzt gerade nicht. Weil ich will nur kurz gucken, was das Ding ist. Aber wahrscheinlich müsste ich dann trotzdem die anderen beiden machen. Aber das ist, glaube ich, eher schlecht, wenn man die anderen Idioten dabei hat, oder? Weil ich meine, also das, der Doktor hier, der hat vielleicht tatsächlich noch eine Idee, aber der, also der Wunderheiler, aber wisst ihr, ich bin nicht überzeugt. Alter, das sind mehr, oder? Guck mal, wie cool ist das denn? Oh, wie ist das denn? Das ist aber eigentlich voll selten, dass das in so Spielen so übel hell wird, wenn man zaubert. Also das ist so richtige Lichtexplosion. Kann ich aufhören. Brutes, leave me. I will follow you nowhere. Come now, be reasonable. Our people require the talent of a doctor, and we would prefer to have the best. But an accident is quick in coming. We wouldn't want to have to settle for second best. I should intervene. These thugs don't seem to care about her well-being.
Well, well. What do you want? Wie schwer ist das denn? You need to leave the doctor alone. Is that so? Well, let's see if you can live up to your gigantic mouth. Put a poison on my blade. Then let's go! Also, die meinten, unsere Leute sind verletzt, wir brauchen den besten Doktor und den holen wir uns jetzt. Hat er jetzt gerade so gesagt. Also wir retten jetzt irgendwie den Doktor hier nochmal. Der Dialog war halt gerade ziemlich lächerlich, ne? Dann waren die Wachen kein Wunder, keine Überraschung, die draußen standen. What a terrible mess. What a bunch of idiots. Thank you for your help. I don't know where they wanted to take me, but those brutes had the most detestable manners. I'm happy to have been of service. Nevertheless, our presence was not a coincidence. Are you in need of a doctor? Indeed. My cousin is suffering from the Malachor. I know that there's no cure yet. But you still hope. Because surrender is unbearable. I know that. I came here because I couldn't bear to watch the sick die any longer. I had hoped to never see a case of this disgusting disease. Yet here you are. I would like nothing more than to send you looking for help elsewhere. But I cannot refuse you. Not after your intervention back there. You are so helpful. And it is only right that I return the favor. I shall leave immediately for New Serene. I'll do my best to help your cousin with the pain. That's all that I'm in a position to promise. Thank you, Doctor. I won't ask for anything more. Also sie meinte, sie hat extra das Festland verlassen, weil sie die Krankheit nicht sehen wollte, weil sie kann einfach nicht aufgeben. Das ist nicht in ihrer Natur. Und die muss ich gleich wieder so sehr fröhlich. Und sie würde nichts lieber tun, als uns einfach wegzuschicken, aber nachdem wir ihr gerade so geholfen haben, weil sie nicht wusste, wo sie hätten hinbringen können, bleibt ihr wohl nichts anderes übrig, als nach New Serene zu reisen und das tatsächlich zu tun. Reisen wir jetzt mal kurz nach New Serene. Ich guck mal kurz bei Konstantin vorbei. Aber ich nehme an, die Quest geht dann tatsächlich erst weiter, wenn man die andere Quest machen, die mit dem Heiler. Und naja, ganz ehrlich, das sehe ich nicht ein. Habe ich ja richtig dolle keinen Bock drauf, das die ganze Heiler-Quest nochmal zu machen, nur um hier einen leicht anderen Ausgang zu machen. Mal davon abgesehen, dass dieses Safe-Game hier gerade sowieso nochmal noch eine andere Quest weiter hinten ist. Und wir können halt unseren Quest-Fortschritt jetzt nicht so merchen. Das ist nicht so drin. Ich will nur mal kurz sehen, ob die beiden Doktoren da stehen, aber ich ahne, dass das keine Auswirkung hat, dass das Spiel nicht so fein granulates Unterschied macht. Die stehen jetzt bestimmt daneben, aber... Oh, nicht mal das, die sind nicht mal da. Also, die wären dann wahrscheinlich da und würden sich gegenseitig blockieren. My dear cousin. So, Frank, die Heilung. Did you meet the healers that I sent to you? Alas, yes. Without me feeling anything other than boredom. No, do not misunderstand me. I am very grateful for everything you do for me. But I'm losing my mind. And the old nations... could not do anything for me. I'll find a solution, I promise you. Stay strong. Anything else? das ist I'm going to leave now. Look out for yourself. Okay, also er meinte, die Doktoren waren da, die wir geschickt haben, aber sie haben nichts für ihn getan, außer dass sie sich gelangweilt haben. Sind die jetzt noch hier und kannst du irgendwie mit denen reden? Nee. Das hat dieses Spiel einfach nicht, dass du nochmal so einen Abschlussdialog hast. Na gut, okay, dann gehen wir jetzt wieder zurück in die Zukunft, weil das war jetzt ja alles hier irgendwie nicht so, also du musst quasi den nativen Heiler holen. Das ist keine Entscheidung, sondern das ist statisch. Na gut, wissen wir, das ist er auch. Na gut. So, können wir mit ihm noch reden einzeln? Oh, kann tatsächlich. Greetings, Katasak. Bertir Dumat. What can I do for you? Ja, wirst du gut behandelt? Nachfragen? How is my cousin doing? He's filled with dread as death approaches. Forgive him his mood swings. He's such a young boy, and he had so much desire to live. Thanks to my treatment, he suffers less. But his disease is getting worse, and I don't know what to do. It would take a power far superior to mine to break the grasp of this evil. Also er meinte, dass Konstantin ist noch jung und dessen hängt er noch so doll am Leben. Aber er hat halt irgendwie Schmerzen und seine Fähigkeiten reichen auch nur aus, um das zu lindern, aber die Krankheit geht voran, da kann er nichts gegen machen. Ja, und das braucht einen wesentlich stärkeren Griff, um den stärkere Macht, um diesen Griff des Bösen abzuwehren. Was denkt ihr über New Serene? You like it in New Serene? No. Your village has smothered the earth. The smell of the woods has gone, and the singing of the birds is filled with anguish. I can barely feel my bond here. But don't worry.
I will not leave before doing everything in my power to save your cousin. Hm. Da fand ich, dass er alleine gekommen ist. Also er meint hier, der mag die Stadt nicht, weil er kann seine Bindung zum Land kaum spüren. Der Gesang der Vögel ist traurig und der Wald ist einfach weg, weil wir ihn überbaut haben. Was ja irgendwie interessant ist, weil auch die Bäume hier in New Serene sehen auch so ein bisschen kaputt aus wie die Bäume in Alt-Serene, ne? Also die Natur außerhalb der Dörfer war halt so Dings. Da könnte man durchaus daran glauben, dass der Malikor halt eine Bestrafung für genau das ist. Malikor? Now that you've seen my cousin. What are your thoughts on the Malachor? It is a terrible disease. I have never seen one like it. It slowly gnaws through the people it afflicts. Their eyes and legs gradually die because of the black blood. And the pain it induces is atrocious. My potions are barely enough to calm your cousin. But if you're asking if I know how to cure it, I have no idea. It's a disease coming from a world that isn't ours and which I'm not familiar with. Hm, also er meint, dass das schwarze Blut zerfrisst hat langsam die Leute von innen, Augen, Beine, Zeug. I must go. Qua awalem sec. Und er kann kaum die Schmerzen bindern. Das Einzige, was er machen kann, ist, er kann das halt irgendwie so ein bisschen besser machen. Also es braucht, er hat keine neuen Ideen, wie man das irgendwie bekämpfen kann. Was hat Konstantin selber dazu zu sagen? My dear cousin! Come closer and tell me what brings you. I'm going to leave. Look out for yourself. So, da haben die noch was Neues. Und die Peter war durch. Child. I'll see you later. Take care. So, hat Afra noch was zu sagen? Obwohl, wir sind in der Hauptquest noch nicht so richtig weiter, oder? Siora? Karanz, do you need something? I must leave you. Siora hatte noch gar keine richtige Begleiterquest, oder? Eine Vasco ist, glaube ich, durch. Okay, ich glaube, Vasco ist durch. Da kommt nichts mehr. Afra hatte drei Quests, ne? Die hat, glaube ich, auch schon viel. I'm happy to see you. Can I do anything for you? Ja, nee, Nachfrage bezüglich. Was er denn gelernt hat? Ja, das haben wir auch schon mit Asini. Okay, es ist auch durch und Kurt hat bestimmt auch nichts, ne? Greenblood, my friend. Do you need... Ich überlege ja nicht gerade, ich müsste vielleicht nochmal dieses DLC mal kaufen, oder? Ich meine, bin ich jetzt im Midgame? Das kommt mir ja so vor, als wäre ich im Endgame, ne? Also ich meine, es gibt hier, wenn wir uns die große Karte angucken, gibt es ja durchaus noch, das kann ich gerade nicht machen, weil ich im Innenraum bin. Wenn wir uns die große Karte, wenn wir uns die große Karte angucken, sieht das halt irgendwie so aus, als gäbe es noch irgendwie jede Menge Regionen, wo wir noch nicht waren. Hier, also... Ich meine, ich war da noch nicht, da war ich noch nicht. Das könnt ihr, in dem Berggebiet könnt ihr auch noch irgendwie Orte geben, Vulkan und Dings. Aber es kann natürlich sein, dass das alles in einer schnellen Folge von Enddingern abgereist wird und dann sehen wir das gar nicht. Ich kann halt echt nicht einschätzen, wo wir jetzt im Spiel stehen. Ich meine, wir sind jetzt hier in Episode 75 bei 30 Minuten Episoden. Das kann schon ein bisschen länger sein. Schön, dass Serene Harbor übrigens sein eigenes Bild hat. Naja, gut, okay, dann reisen wir jetzt. Kann ich direkt dahin reisen? Ich meine, ich habe eh keine andere Quest mehr, oder? Ich habe ja einen anderen gefragt. Ja, schlage Lager auf. Ich meine, darin kann ich, glaube ich, ganz gut festmachen, wie viel Spiel das noch ist, ne? Und die Regionen haben alle nur einen Punkt. Also, ich zeige die steigenden Fälle. Ich glaube, ich bin ziemlich im Late Game. Ich glaube, ich sollte mal dieses DC kaufen. Ich muss halt gucken, ob es im Angebot ist, weil das soll nicht so viel Inhalt bringen. Ja, und wie die Notizen über die Nadaiks waren irgendwie ein bisschen eng, ne? So mit, ja, welche Füchse töten. Ich meine, das ist diese. Die Dinger sind halt irgendwie auch irgendwie so ein bisschen. War das ein Yorkland-Nest, das eine, was ich zerstört habe? Naja. Auf jeden Fall, die Quests sind ja auch irgendwie so ein bisschen. Na gut, dann gehen wir mal zur Prüfung des Wassers, beziehungsweise machen uns zumindest auf den Weg. Anfangen werde ich das in dieser Episode wahrscheinlich eher nicht. Aber schauen wir doch mal. Also wir haben Konstantins quasi jetzt mal kurz an der Versorgung dran, aber so richtig helfen können wir ihnen auch gerade aktuell nicht. Ich war da schon? Toren des Herzens? War ich? Was ist denn das für ein Ort? Tore des Herzens? Tore des Herzens? Ist das da, wo der Sumpf war mit dem Vieh, was auf den Sumpf rauskam? Das ist er nicht. Ist er doch? Ich
versuche mich gerade zu erinnern, was das hier für ein Ort war. Also wir waren hier offensichtlich schon. Aber letztes Mal bin ich nicht in die Richtung gelaufen. Es hat übrigens tatsächlich fehlt. Ein Händler-Kongregationsbegleiter. So dumm es auch klingt, wir sind ja selber von der Bande. Aber noch einen zusätzlich zu haben, der tatsächlich irgendwie vielleicht dieses ganze geschäftstüchtige Handeln noch ein bisschen ernster nimmt als wir, ne? Weil wir sind jetzt ja, wie jetzt Desade als Diplomat sind, wir ja doch relativ dolle, nicht nur neutral, sondern, also die, wir setzen uns halt selten für die Händlerkongregation selber ein, ne? Ich hab das Dorf entdeckt, ja. Okay, gut, hier sind noch mehr Leute. Sieht mir ganz schön groß aus, das wäre es hier irgendwie nochmal. Aber hier ist es auf jeden Fall wesentlich bergiger. Die Landschaft sieht ja schon mal anders aus, ne? Wäre jetzt auch nicht überrascht, wenn hier irgendwie jetzt so ein Lama oder so ein Alpaka um die Ecke springen würde. Oh, guck mal, hier gibt es Sachen zu looten. Wie diesen tollen Zornestrank, den ich bestimmt ganz tolle brauche. Wo kommt echt das Seil her, dass ich das leisten kann, das hier zu verschwinden? Warum die kenne ich zwischen diesen. Ach so, ich plündere den hier Zeug gerade. Da habe ich gute alte Morrowind-Flashbacks. Wo ich ihm bei Mura alle Kisten leer geräumt habe, diese Nacht beim Pfandleiher abzugeben. Gute Zeiten. Judy, ich komm, mach mal ein bisschen früher Schluss. Letzte Episode war auch länger. Bevor wir da reingehen, warten wir bis zur nächsten Episode. Macht's gut, bis dann. Ich wünsche euch was. Ciao.